Kronenzeitung. Jawohl, endlich ist es soweit. Wir dürfen mit unserer Videopodcast-Reihe starten. Und ich darf endlich die ganzen Sportarten, die ich bei mir im Einwürfe-Podcast der Kärntner Krone zu Gast hatte, endlich selbst ausprobieren. Und was ist naheliegender, als mit Handball zu beginnen? Und ich freue mich schon, meinen Studiogast, den ich in der Krone-Redaktion gehabt habe, Dean Pomorisak, heute hier in der Halle zu treffen. Er selbst ist leider verletzungsbedingt, ja, kann er nur wenig mittrainieren, wird mir aber trotzdem Rede und Antwort stehen. Und ich freue mich, dass ich beim SC Ferlach zu Gast sein darf und heute das Training mitmachen darf. Bin gespannt, also schauen wir rein. Bin ich aufgeregt. Ich befinde mich jetzt in der Umkleidekabine des SC Ferlach und ja, vor jedem Sport muss man sich natürlich umziehen. Also befinden wir uns sozusagen im Backstage-Bereich vom SC Ferlach. Ja, ich hätte gesagt, ich gehe mir einfach umziehen. Okay, heute Mobilisation. Ja, auch mit uns ist neuer Spieler vielleicht. Ja, vielleicht. Musst du zeigen, was du kannst. Gebe mein Bestes. Ja, und wenn du willst, gut, den. Danke. Danke. Walter, vielleicht neuer Vertrag. Ja? Ja. Halt. Neuer Spieler. Neuer Spieler. Ja, was muss ich machen? SC. Ja. Das ist das Schönste am Sport. Aufwärmen. Hast du überhaupt noch eingeflogen? Die sind frisch eingeflogen, China. Hey, immer. Du musst immer bereit sein, haben sie gesagt. Ach so. Immer. Nein, warte. Das ist aber herbisch. Also, der richtige Pass. Richtung Tor, Patrick, Bogen, oh, Bogen, ja, nicht Richtung. Scheiße. Jawohl, nicht Richtung Publikum. Ja. Bravo. Richtig, richtig. Kreuzung mit Haken. Mit anderen Haken. Sperre. Ja, ja. Bist du? Bist du? Bin ich jung oder alt? Du bist, ich denke, jung. Jung? So. Nein, bin ich alt. Patrick ist out. Ein. Ja. Zwischen Beine ist eins, mit Kopf ist zwei. Wann machen wir mit Kopf Tor, dann müssen wir nicht alle drüber sein. Wissen wir? Okay, ja. Patrick? Ja, ja. Ja, und ja, wenn du machst Tor zwischen Beinen, musst du 6 Meter sein. Okay. Drinnen. Ja, drinnen. Ja. Okay. Bereit? Bobby. Ja, geh mal her, sag's doch her. Schubmantel. Schubmantel. Danke für die Verbeugung. Oh! Sorry, scheiß Pass. Wow! Hoch, Flug! Ja, geh! Na! Jure, das. Punkt 2! Weiter! Punkt 2! Runter! Geh mal 10 und alle zu mir!
Nur Vlado. Hier, klassische Happy Day. So, Pause. So. Wo war das zum Trinken? Wo war das? Ja, jetzt bin ich aufgewärmt. Können wir anfangen. Es ist schon Tempo und es erinnert an gute alte Zeiten. Und ja, schön wieder mal dieses Handballharz, diese Picke drauf zu haben. Super. Das ja, macht Spaß. Lust auf mehr. So, und wie stelle ich mich an? Schaut aus, als hättest du das einmal schon mal gemacht. Ja, ist schon eine Zeit her, macht Spaß. Ist echt wieder ein gutes Gefühl, wenn man den Kleber wieder bei den Fingern hat. Oder dem geht's nicht. Ja, war spannend. Kompliment, wirklich. Also, Übersicht hast du jetzt verloren. Ja. Tempo. Danke, mehr, ja. Aber das Tempo war immer schon ein bisschen ein Problem. Das, ja, gut. Das ist ja ein komplett anderer Sportart, kann man ja sagen. Quasi. Seinerzeit. Passt? Ich denke, wie könnte man sich mit dem Risto mit weiter drehen, überlegen, ja, einen Spielerpost zu machen. Für die U. Potenzial ist auf jeden Fall noch nah. Für die ersten 40 Minuten. Ja, passt. Ja. Halt. Ich werde jetzt ein bisschen schießen gehen und ein bisschen zeigen, wie geht. Passt das? Ha? Passt. Sehen wir uns. Ja, 6 gegen 6. Das Spiel. Massiv, komm! 6, 5. 2, 2. Okay, langsam, langsam. Warte mir langsam. Da kann ich mich nicht auflösen, sorry. Ei, ei. Weiter. Müde. Gut. Das war jetzt Warm-up, oder? Okay. Ich bin zufrieden mit diesem neuen Mann. Voilà. Danke schön. Was machen wir mit ihm? Kommentator vielleicht, ha? Ja, das ist noch eine freie Stelle, oder? Ja. Darf ich noch was sagen? Ja. Danke Jungs, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mitzutrainieren und Handball jetzt dann auszuprobieren. Danke Cheftrainer, danke Risto und danke Jungs. Danke. Bist du müde? Nee. So, er ist schon fit. Klassische Dienstagtraining, oder? Ja. Immer. SC! Handballtraining ist vollendet, bestanden. Ob ich eine gute Figur gemacht habe oder nicht, wird der Dean mir gleich verraten. Und er war so nett und hat mich mit nach Hause genommen, ja, in seine Wohnung. Und jetzt dürfen wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wie ja, der Dean Pomorisak so tickt. Echt herzliches Dankeschön einmal für die Einladung und dass das funktioniert hat. Wir sitzen jetzt bei dir in der Küche, zwischen Küche und Wohnzimmer. Starten wir vielleicht mit der einfachsten Frage und einer ehrlichen Antwort, bitte. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Lieblingsgetränk, fang mal so an. Ja, ich trinke sehr gerne Spezi. Ja? Wie schon sagen, ja. Ja. Wie kommt man auf Spezi? Eigentlich trinke ich gerne eine Cola. Ja. In Glasform mit Eiswürfel, aber wenn es immer beim Essen ist, brauche ich natürlich ein bisschen mehr. Und dann habe ich einmal probiert, Cola und Fanta gleichzeitig zu bestellen. Und ja, dann habe ich immer gesagt, von Haus aus gleich Spezi, bitte. Cool. Gibt es bei dir eigentlich sowas wie ein morgendliches Ritual? Also ist zum Beispiel der erste Fuß zuerst am der linke Fuß zuerst am Boden und dann der rechte, oder? Hast du sowas? Nein, Ritual nicht wirklich, aber ich stehe meistens immer nach meiner Freundin auf und okay. Dann habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit im Bett und dann ja, nehme ich schon gleich mal das Handy und schaue mal so die Nachrichten, Sportnachrichten
was so am Abend passiert ist, und dann einmal ab ins Badezimmer und fertig machen für die Arbeit. Bist du eigentlich ein Frühaufsteher? Nein, nicht wirklich. Also ich probiere schon jede Minute, was ich im Bett liegen kann, probiere schon im Bett zu bleiben. Ja. Jede Minute quasi auskosten. Sind wir uns da beide sehr, sehr ähnlich. Din, aber kommen wir jetzt dem Handball und kommen wir vielleicht zur Mannschaft zu sprechen. Und deine Rolle ist der Team-Captain. Wenn du jetzt zurückblickst, du warst ein bisschen mehr als genau vor einem Jahr bei mir in der Krone-Redaktion, im Einwürfe-Podcast-Studio. Was hat sich in diesem einen Jahr getan, rückblickend jetzt auf den SC Ferlach? Ja, also wir haben natürlich die ganze Mannschaft verändert, vom Trainerstab weg. Wir haben halt auch sehr gute Legionäre verloren. Manche Spieler sind zurück in die Heimat gegangen, der eine oder andere hat es natürlich ins Ausland geschafft. Uns war bewusst, dass wir uns neu aufstellen mit einem jungen Team. Und ja, leider, Stand heute, stehen wir halt nicht so gut da wie in den letzten Jahren zuvor. Und ja, jetzt geht es in den nächsten Wochen dann in die Abstiegsplayoff, was für uns auch natürlich ein bisschen eine andere Situation ist, weil wir doch die letzten Jahre sehr erfolgreich waren und ist jetzt für uns auch etwas Neues. Wenn man so die letzte Saison oder eigentlich die jetzige Saison ein bisschen durchleuchtet, würde ich ein Resümee jetzt vom Grunddurchgang jetzt einmal ziehen und sagen, ein wirklicher Chaos, Verletzungen, Ausfälle, immer wieder Corona, Spielverschiebungen. Wie handelt man das als Team? Ja, es war schon extrem schwer. Also, wir haben dann natürlich den ersten Trainer Miro Barisic dann noch wenige Monate verloren, weil er wahrscheinlich auch gedacht hat, es ist vielleicht besser Platz zu machen, dass er vielleicht den Zugang zur Mannschaft nicht findet. Dann ist der Risto Arnandowski jetzt gekommen. Wir haben jetzt den ersten Sieg erst eingefahren in der ganzen Saison. Die Mannschaft braucht natürlich Zeit. Aber es war nicht so leicht, wie du angesprochen hast, richtig. Wir haben sehr viele Verletzte gehabt. Ich glaube, wir sind erst im Dezember, kurz vor Dezember, haben wir erst wieder komplett spielen können und waren bis zu dem Zeitpunkt aber ein Letzter. Das war schon mental sehr schwierig, weil du trainierst wirklich jeden Tag hart, probierst am Wochenende vor den heimischen Fans oder auswärts auch immer die Leistung zu bringen. Dann gelingt dir das nicht, dann verlierst wieder so ein Spiel und dann liest wieder am nächsten Tag in der Zeitung Tabellenletzter. Natürlich kommt dann ein bisschen von den Medien ein bisschen mehr Druck, weil wir halt die letzten Jahre sehr erfolgreich waren. Und ja, deswegen war es, muss ich sagen, auch für uns Spieler, auch für uns im Verein heuer wirklich eine sehr, sehr schwere Saison. Ja. Der Grunddurchgang ist ja jetzt vorbei. Die Playoff, da wird wirklich jedes Spiel ist entscheidend und ich habe dich schon einmal gefragt, wie kann man ein wirkliches Entscheidungsspiel vermeiden? Ja, es ist natürlich schwer, weil ich glaube, dass Bruck jetzt im Moment durch den Sieg oder durch das Unentschieden, was sie jetzt in Hart geholt haben, dass sie jetzt da schon ein bisschen mehr Abstand zu den anderen Mannschaften hat, dass sie es wahrscheinlich wir mit Bernbach und mit Vöslau wahrscheinlich ausspielen werden, wer absteigen wird. Und wir müssen jetzt einmal natürlich abwarten, einmal die Auslosung, wie wir starten. Alle Mannschaften fangen eigentlich bei gleich viel Punkte an, aber ja, wie gesagt, Abstiegsspiele sind schon Spiele, wo man sehr mental stark sein muss. Das wird natürlich dann jetzt auch eine große Aufgabe vom Trainerstab sein, die Mannschaft auf das vorzubereiten. Ich glaube, wir sind sportlich, also spielerisch sicher so stark. Ich würde also mal sagen, dass wir eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber natürlich kommen wieder Verletzungen dazu, Corona. Es kann natürlich dann sein, wenn du auswärts anfangen musst, die ersten Runden, dann bist du wahrscheinlich hinten drinnen. Es ist dann schon so schwer, wieder dann positiv zu denken oder natürlich dann auch, dass du nicht irgendwie hinten dann komplett im Keller bist. Ja. Ich kenne das, wenn man sozusagen im Abstiegsstrudel ist oder in einem Negativstrudel, nehmen wir es vielleicht so, sich da selber an den Haaren zu nehmen und wieder rauszuziehen, ist, glaube ich, extrem schwer. Du hast aber, erinnere dich zurück, im Podcast bei mir gesagt, dass es für dich immer wieder darauf ankommt, dass man sein Bestes gibt, auch wenn man verliert. Und es kommt aber darauf an, wie man verliert und wie man dann damit umgeht.
Ist das etwas, wo du auch deine Kapitänsrolle ausspielen kannst, um das deinen Teamkameraden zu vermitteln? Ja, genau. Also als Kapitän musst du trotzdem irgendwie vor der Mannschaft stehen und auch natürlich die anderen Spieler schützen. Du musst die erst selber bei den Nasen nehmen und wenn es dann bei dir auch nicht so läuft, ist es natürlich dann schwer, andere Schuldige zu suchen. Man nimmt sich dann meistens immer selber bei der Nase. Ja, es ist halt schon sehr schwer. Es war natürlich schwer, weil wir einfach keine Punkte gehabt haben. Es hat uns das Selbstvertrauen gefehlt. Wir haben wirklich sehr viel probiert. Wir haben dann Mannschaft intern Abende organisiert, wo wir zusammensitzen, wo wir halt einfach auch über Sport, über private Sachen reden. Ich hoffe, es hat jetzt was gebracht, weil wir das letzte Treffen vor ein paar Wochen jetzt gehabt haben. Und die Stimmung ist in der Mannschaft super. Und ich hoffe, dass wir jetzt dort für die Abstiegsplayoff dann einfach mit dem Kopf für den Kopf da sind. Ja. Jetzt ganz eine andere Frage. Was bedeutet für dich persönlich das Wort Erfolg? Erfolg. Natürlich, so wie wir jetzt gerade keinen Erfolg haben, ist es natürlich auch schwer. Du hinterfragst jeden Tag, warum fahre ich zum Training, warum mache ich das? Also dann bist du schon oft so am Rande, dass du sagst, schmeiß das hin. Es ist dir egal, aber trotzdem, du hast da Verantwortung. Es steht eigentlich die ganze Stadt eigentlich hinter dir. Es ist Familie, Partner in der Halle. Also du willst nicht immer eigentlich das Beste geben. Und nur wollen ist auch schwer, dass ich sage, nur wenn man will, hat man Erfolg. Das ist halt, man hat halt oft gesehen, für die letzten Jahre, wir haben sehr viele Spiele mit plus 1 gewonnen. Dann war es auch eine Zeit lang, wo wir gewisse Spiele nur mit minus 1 verloren haben. Erfolg, sage ich einmal, man muss schon an dem hart arbeiten, man kann schon etwas erzwingen, aber es spielt auch sehr viel Glück. Also ich sage auch generell bei einem Sport oder bei der Mannschaft ist nur, dass man sagt, Erfolg, man trainiert und man glaubt an alles, man macht alles richtig, glaube ich, ist auch vielleicht der falsche Weg. Aber ja, ich hoffe, dass wir jetzt die nächsten Wochen erfolgreich sind und ja, wieder den alten SC Ferlach sehen wie früher. Dann ist es quasi ein 7 Meter aufgelegt. Was bedeutet für dich das Wort Scheitern? Ja, Scheitern, ich habe es einmal schon mit Ferlach erlebt. Ich glaube, das war gleich im Jahr 2013, 2014, wo wir das erste Mal in der Handballliga Austria gespielt haben. Da sind wir gleich im ersten Jahr abgestiegen. Ich glaube, da kann ich mich erinnern, da waren wir noch ja, Partner am Feld. Mhm. Und ja, da war es natürlich extrem schwer. Das war für mich das erste Mal so eine richtige Niederlage, dass wir abgestiegen sind mit Ferlach. Und das würde ich mir gar nicht einmal ausmalen, was eigentlich dann passieren würde, wenn es auch heuer passiert. Scheitern, ja. Ich werde natürlich alles probieren, dass das heuer nicht der Fall ist, so wie 2013. Das wird mir natürlich wirklich wehtun und weil ich glaube einfach, die ganze Stadt, der ganze Verein lebt dafür. Und es hat eigentlich keiner verdient, dass wir heuer absteigen. Du hast auch im Podcast gesagt, dass du jeden Tag gerne zum Training fährst, da das für dich etwas für Körper und Seele ist. Und wenn man sich nicht immer gut fühlt oder auch wenn man sich nicht immer gut fühlt und nicht immer einen tollen Tag hat, trotzdem das Beste draus macht. Ist das noch immer so? Jein. Wir werden nicht jünger. Wir werden nicht jünger. Aktuell in der Tabellensituation natürlich, wenn wir vielleicht unter den Top 4 warten, wäre es wahrscheinlich feiner oder schöner zum Training zu fahren, als vielleicht Tabellenletzter oder Vorverletzter zu sein. Aber ich glaube trotzdem, wenn man halt so wie ich bin natürlich kein Vollprofi, ich arbeite halt meine 8 Stunden am Tag. Habe da natürlich dann auch einen vollen Kopf, natürlich kommt das Privatleben dazu. Aktuell jetzt auch mit Hausbau kommt sehr viel zusammen, wo ich sage, einfach dann bin ich natürlich auch wieder froh, zum Training zu fahren. Meine Mannschaftskameraden zu sehen, zu trainieren, was für mich zu machen. Aber wie du dann richtig gesagt hast, wir werden nicht jünger. Und natürlich habe ich schon die eine oder andere Verletzung schon durchgemacht. Ist es natürlich jetzt für mich doch auch eher gesagt, wenn ich jeden Tag zum Training fahre, dann schon ein bisschen auch eine Qual dabei. Aber nichtsdestotrotz, ich mache das nach wie vor gern und die Saison dauert jetzt nicht mehr so lang. Und ich hoffe, dass ich da noch einen Teil beitragen kann, dass wir die nächsten Wochen erfolgreich sind. Mhm.
Ganz was anderes, ob das jetzt mit Handball zu tun hat oder nicht. Wenn du einen Tag lang alles machen könntest, was du wollen würdest, wie würde denn dieser Tag ausschauen? Wenn ich einen Tag alles würdest machen könnte. Würdest du irgendwo hinfahren? Würdest du zu Hause bleiben? Würde Dimpo Morisak auf der Couch vielleicht einfach einen Tag verbringen oder komplett am Putzhahn? Nein, auf dem Putzhahn würde ich auch nicht sagen, habe ich früher gemacht. Nein, ich glaube, ich denke, es wäre lustig, einfach vielleicht an mehrere Orte gleichzeitig zu sein oder einfach vielleicht einfach ein bisschen zu reisen. Natürlich in einem Tag sehr schwer, weil ich sehe das eher so fantasiemäßig, dass ich jetzt heute in der Minute da bin, in der nächsten Minute da. Würde ich wahrscheinlich vielleicht in einem Tag probieren, einfach so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Ja, alles in einen Tag packen. Fantasiemäßig, ja. Wenn du nicht in diesem Hamsterrad arbeiten, Handball drinnen bist, wie schaut dann die Freizeit aus? Kann ich gar nicht sagen, weil... Gibt es nicht. Es ist keine Freizeit, es gibt nur Handball und Arbeit. Ja, es gibt sehr wenig Freizeit, also besonders die letzten 10 Jahre, so wo ich von Wien zurückgekommen bin. 16 Uhr, 17 Uhr Arbeit, dann 18 Uhr Training, oft gibt es wieder Analysen, dann muss man natürlich was für den Körper machen, Fitnessstudio wäre noch ideal, Essen, Kochen mit der Freundin und dann ist Training, ich sage mal dann noch Schlafen dazu, der Tag hat dann nicht mehr viel Stunden oder Minuten und deswegen kann ich diese Frage eigentlich gar nicht beantworten, vielleicht später irgendwann mal, dass ich sage, wie so ein Tag ohne Handball ausschaut. Ja. Ja, wie würdest du denn vorstellen, jetzt wenn du die Handballkarriere quasi abgehakt hast? Boah, ja. Was wäre dein Wunsch? Wunsch kann ich jetzt gar nicht so sagen. Hat mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Natürlich werde ich dann im Sommer oder im Herbst dann ins Haus ziehen, wo ich vielleicht dann ein bisschen auch den Garten, die Natur ein bisschen genießen kann. Wo ich dann weiß, vielleicht kann ich einmal das andere Mal vielleicht Tennis spielen gehen, laufen gehen, etwas machen, auf was ich wirklich Lust habe und nicht vielleicht dieses Training, ich muss. Am Wochenende dann vielleicht einmal nur auf der Couch liegen zu bleiben oder im Bett oder vielleicht einmal spazieren mit dem Hund zum See oder einfach mit den Jungs einfach mal abhängen und einfach mal sitzen bleiben am Markt. Ja, kann man sowas auch gut vorstellen. Wenn ich jetzt jemand fragen würde, wer ist Dimpo Morisak, was würdest du ihm antworten? Wer ist Dimpo Morisak? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ja, eigentlich bin ich ein ruhiger Typ eher. Pflegeleicht wahrscheinlich? Pflegeleicht, nein. Das ist ganz schwer zu sagen. Also natürlich glaube ich, dass ich ein gutes Herz habe, sie am richtigen Fleck, dass ich wirklich für alle, für Freunde, Familie, also egal wer, immer da bin. Sehr ehrlich und ja, trotzdem ein bisschen verrückt, das muss ich auch natürlich sagen. Die meisten Freunde, die kennen mich. Aber ich glaube, das sind wir Sportler so, aber eigentlich ganz ein normaler Typ. Jetzt noch eine wichtige Frage, die darf natürlich nicht fehlen. Schlussresümee vom heutigen Abend in der Halle in Ferlach. Ganz ehrlich, wie habe ich mich angestellt? Ich muss sagen, wirklich super. Also du hast ja auch sehr lange aktiv gespielt. Also man hat es gleich gesehen von den Bewegungen, vielleicht ein bisschen... Die eine oder andere Bewegung war ein bisschen langsam. Danke. Aber das haben wir damals schon gesagt, das war früher auch. Das war damals schon so, ja. Aber sonst so die Übersicht und alles, man sieht halt einfach, dass du schon der Handballer von klein auf warst. Also wirklich ein großes Lob von mir. Ich glaube, das hast du auch von den anderen mitgekriegt. Es war, glaube ich, kurz die Überlegung auch, dass ich vielleicht einen Spielerposten machen für dich. Ich weiß nicht, ob man abklärt, ob das wirklich ernst gemeint war. In welcher Jugend? Nein, also wirklich... Sehr, sehr gut heute, ja. Ja, danke schön. Und ja, dann sage ich dir danke für das Interview und für dein Statement und das Gespräch. Bitte schön. Dankeschön. Danke. Ja, das war auch schon die erste Folge von unserem Videopodcast, von unserer Reihe. Es folgen ja viele, viele Sportarten und ich bin gespannt, wie ich mich bei der nächsten Sportart anstelle. Danke, Dean, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Krone und ich. Kronenzeitung.